Oh Gott, ja, natürlich. Schick doch mal noch mehr nervige Gegner hier rein. Ich weiß schon, dass ich keine Munition mehr habe und eben auch schon keine mehr hatte, bevor die Viecher hier reingekommen sind. Einer ist platt, aber für den zweiten haben wir jetzt irgendwie gerade nicht mehr so viel. Die haben auch alle keine Waffen gehabt. Ich weiß nicht, womit die geschossen haben, aber anscheinend nicht mit Waffen. Okay, Munition. Die beiden haben zum Glück, unsere beiden Verbündeten haben zum Glück Waffen, Munition fallen lassen. Alter, das gibt es nicht. Warum denn? Wie alt ist der Checkpoint denn? Hätten die nicht wenigstens einen Checkpoint machen können, da wo sie gesagt hat, hey, ich knacke jetzt den Code, dauert ein bisschen, aber nein. Hier haben wir noch die erste Munition für die Waffe hier, also schon ewig her. Also hier hattet ihr die Munition verloren. Jawohl. Du Idiot, bist doch da. Und irgendwo hier muss noch wer sein. Weil wenn alle erledigt wären, würde sie sagen, ich fange an zu hacken. Da hinten kommen sie auch schon. So, tschüss. Kamera, so. Tschüss. Warten Sie. Tschüss. Ich greife auf das Gefechtsnetz der Allianz zu und suche einen Umgehungscode zum Türöffnen. Ich arbeite daran. Ich bin gespannt, wie du einen mit 128.000 Bit verschlüsselten Code knacken willst. Kommt ihr beiden wieder. Meine beiden Freunde. Alter, das kann nicht wahr sein! Warum sind die denn 15 mal schneller als wir? Das ist doch zum Kotzen. Wir one-hitten dich im Nahkampf, aber sind schneller als du. Ach, und übrigens hätten wir 85.000 Schläge aus. Also kannst du uns gar nicht besiegen. Mann, Mann, Mann. Munition, danke. Das überlebt er nicht. Wie du einen mit 128.000 Bit verschlüsselten Code knacken willst. Warum ist unser Schild jetzt grün? Habe ich irgendwas verpasst? Und wir haben vorher die gesamte Konversation nicht mitbekommen, weil alle unsere Freunde schon gestorben sind, obwohl sie das eigentlich nicht sollten. Und warum regeneriert sich unser Schild nicht mehr? So, einmal, zweimal, dreimal und der vierte. Und dann ballern wir hier noch ein bisschen rein, wie bekloppt. Und ballern damit noch ein bisschen rein. Und hängen irgendwo an der Ecke fest. Und sprengen uns fast selbst in den Tod.
Heil dich. Schneller, 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 schneller. Okay, du noch. Alter. War's das jetzt? Da ist unser letzter Verbündeter gewesen. Geschafft. Die Tür ist offen. Alle müssen durch. Ich kann nicht versprechen, dass sie wieder aufgeht, wenn sie erst wieder zu ist. Alle müssen durch. Ich bin der Einzige, der noch lebt. Was ist denn da jetzt schon wieder? Alter, ich sehe diese kleinen Drecksgranaten nie. Tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Unsichtbarer Kackfeind. Ich werde verstärkt. Noch ein unsichtbarer Kackfeind. Wäre sinnlos, mit weniger als voller Stärke da reinzugehen. Cortana an V-Hermann. Wir brauchen mehr Unterstützung. Wir werden das Hangartor wieder öffnen. Rücken Sie vor und setzen Sie auf mein Signal hin Reservetruppen ab. So, endlich hier oben, verdammt. Mach. Cortana, da, jetzt besiege ich noch mehr. Beginnen Sie Anflug. Wow. Und kommen jetzt noch zwei Leute raus, die dann wieder im nächsten Raum sterben. Okay, sind ein bisschen mehr. Die können dann im übernächsten Raum die letzten davon sterben. Und wo geht's jetzt weiter? Hier lang? Jetzt habe ich eine grüne Tür. Und auf jeden Fall ein paar Gegner. Und da sind sie alle tot. Alter, jetzt bin ich wieder Granat im Weg. Ich bin gleich hinter dir. Mann, 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 Mann. Steh auf, damit ich dich nochmal umlegen kann. Siehst du ihn? Was zum... Hier ist nichts. Wieder hier nur noch eine Etage höher. Die Etage hat denn dieser Kackraum? Warum gibt's hier keinen Fahrstuhl oder eine Treppe oder sowas? Und du musst immer 80.000 Gänge rennen. Weißt du, wenn du einmal unten bist und musst nach ganz oben, dann brauchst du... Das sind 3/4 Stunden Marsch.
Als auch wenn du hier arbeitest. Oh, mir ist von hier oben mein Schlaubenschlüssel runtergefallen. Naja, ich bin in 3/4 Stunde wieder da. Auf. Hier ist keiner. Hier ist auch nichts. Da ist auch nichts. Da ist nichts. Kontrollpunkt. Hier ist was. Mach auf. Das sieht irgendwie nach einer Brücke aus. Und wenn die schlaft. Du siehst aus wie ein etwas stärkerer Gegner. Ich glaube, es war eine schlechte Idee, alleine gegen dich zu kämpfen. Ich dachte, ich gehe da einfach mal schnell durch und baller den kaputt. Warum schießt ihr auf die? Ich wollte mich da wieder so geil hinschleichen wie gerade. Er ist auf jeden Fall ein bisschen stärker als die Gegner, die wir bislang hatten. Jetzt er down. Aha, perfekt getroffen. Können wir hier was machen? Hier können wir tatsächlich was machen. Ach, das ist wieder so ein Scheiß. Hey, du Channel, leck mich. Ich dachte, das wäre unser Missionsziel. Hier ist unser Missionsziel. Hey Leute, wie geht's euch so? Jetzt nicht mehr gut, denke ich. Musik ist mal wieder viel zu laut, aber das kennen wir ja. Als einer. Ich dachte, den könnte ich schnell im Nahkampf erledigen. Aber da waren noch mehr. Warum bin ich eigentlich schon wieder allein unterwegs? Wahrscheinlich, weil ich immer vorrenne. Und nie auf irgendwen warte, aber die brauchen auch immer eine 3/4 Stunde. Heute dauert alles eine 3/4 Stunde und die Leute brauchen auch eine 3/4 Stunde, um hier hinzukommen. Wir müssen im Gefangenentrakt sein. Sieht mir nach Zellen aus. Wahrscheinlich gibt es mehrere Trakte mit Zellen. Der Captain muss in einem von ihnen sein. Wir müssen weitersuchen. Also wenn die das hier mit all ihren Gefangenen machen, dann sieht es nicht gut aus für den Captain. Kann man die irgendwie öffnen? Sind wir jetzt unsichtbar? Ich meine, ich finde es nicht schlecht. Aber warum? Wie gesagt, ich finde es nicht schlecht. Gehen wir mal weiter. Vielleicht sieht uns jetzt ja auch keiner. Können wir jetzt einfach vorbei. Na Leute, wie geht's euch so? Oh oh, wir sind wieder sichtbar. Warum jetzt? Ich glaub's nicht. Ausgerechnet, wenn wieder so ein One-Hit-Vollidiot im Raum steht, dann werden wir natürlich wieder sichtbar, ist ja klar. Okay, das war der Große. Sie haben die wirklich nach Strick und Faden.
Strich und Fahr. Wow, er ist größer als ich dachte. Bist du unser Ziel? Hierher zu kommen war leichtsinnig. Sie beide sollten das besser wissen. Danke. Marines, Waffen laden und sichern. Marschbereitschaft herstellen. Ja, okay, Sir. Während die Allianz uns hier festgehalten hat, habe ich mitbekommen, wie sich die Wachen über die Ringwelt unterhalten haben. Sie nennen sie Halo. Ein Moment, Sir. Schalte mich in das Netz der Allianz ein. Laut der Daten in ihren Netzen ist der Ring von großer religiöser Bedeutung. Wenn ich das richtig verstehe, halten sie Halo für eine Waffe von unvorstellbarer Kraft. Dann ist es wahr. Sie haben dauernd gesagt, dass der, der über Halo herrscht, das Schicksal des Union-Händen hat. Jetzt verstehe ich. Ich habe zahlreiche Meldungen abgefangen, nach denen ein Team der Allianz nach einem Kontrollraum sucht. Ich dachte, sie seien auf der Suche nach der Brücke eines Kreuzers, den ich während der Schlacht über dem Ring beschädigt hatte. Aber sie sind auf der Suche nach der Zentrale von Halo. Das sind schlechte Nachrichten. Wenn Halo eine Waffe ist und die Allianz sie unter ihre Kontrolle bringt, werden sie mit ihr die Menschheit auslöschen. Chief, Cortana, ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Wir müssen vor der Allianz den Kontrollraum von Halo erreichen. Marines, gehen wir. Ja, Sir. Okay, Sir. Chief, Sie führen. Klappe halten und hinter mich, Sir. Wir sollten zurück zum Hangar und ein EWAC anfordern. Wir sind hier also noch nicht fertig. Dürfen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück, oder was? Das waren die ersten Gefangenenzellen. Ich finde das cool, wie die das Ding erstmal angucken. Hör, was ist das denn? Bleibt hinter uns, ne? Kommt mir sofort, wenn ich hier schon gewesen bin. Ich meine, ich war hier schon mal, klar. Aber als ob ich jetzt in dieser Mission gewesen bin, aber... Nee. Hier ist nicht umsonst ein Speicherpunkt. Da sind wir beim letzten Mal hergekommen, die Tür ist jetzt zu. Da hinten sehe ich sehr wohl... Cortana an Echo 419. Wir haben den Captain und müssen sofort hier raus. Negativ, Cortana. Ich werde von Lufteinheiten der Allianz angegriffen. Kann sie mir kaum vom Leib halten. Besser, sie suchen sich selbst ein Schiff, das sie mitnimmt. Tut mir leid. Verstanden, Foehammer. Cortana, Ende. Luftunterstützung ist abgeschnitten, Captain. Wir müssen hier aushalten, bis sie kommt. Oh Mann, wir sitzen in der Falle, oder? Wir sind geliefert, Mann! Reißen Sie sich zusammen, Sie sind ein Marine. Cortana, wenn Sie und der Chief uns in eines der Landungsschiffe der Allianz kriegen, kann ich uns hier rausfliegen. Ja, Captain. Da, ein Landungsschiff. Wir haben die Landungsschiffe schon gesehen. Das haben wir auf dem Nebenweg schon gesehen. Fett, was kommt die denn alle her? Oh, mehrere Türen sind aufgegangen. Nein. Ja, genau. Mach die Zwischensequenz vor der dreistündigen Laberei. Den Speicherpunkt vor der dreistündigen Laberei. Ist cool. Super. Cortana an Echo 419. Wir haben den Captain und müssen sofort hier raus. Oh,
Ja, du kannst hier nicht hin, weil du dort beschossen wirst. Dann macht alle Tore auf. Verstanden, Foehammer. Cortana, Ende. Luftunterstützung ist abgeschnitten, Captain. Wir müssen hier aushalten, bis sie kommt. Oh Mann, wir sitzen in der Falle, oder? Wir sind geliefert, Mann! Reißen Sie sich zusammen, Sie sind ein Marine. Cortana, wenn Sie und der Chief uns in eines der Landungsschiffe der Allianz kriegen, kann ich uns hier rausfliegen. Ja, Captain. Da, ein Landungsschiff der Allianz, das noch angedockt ist. Deshalb, wir kriegen den Schaden als der Captain. Der darf nämlich nicht sterben. Also das Schiff ist gar nicht mal so weit weg. Aber die Mission wäre viel zu kurz, wenn es dann jetzt schon vorbei wäre hier. Vollpunkte mag ich. Müssen wir hin? Hab ich gemacht. Fertig, das Landungsschiff ist bereit. Wieder einmal dieses Hologramm hauen. Okay, Leute, gehen wir an Bord. Brauche noch einen Moment, die Verbindung zur Schiffssteuerung herzustellen. Ach was, nicht nötig. Diesen Vogel fliege ich selbst. Captain, Jäger! Festhalten. Sehr nett, Sir. Zeit, ein paar Rechnungen zu begleichen. Der schweigende Kartograf. Truth and Reconciliation. Abgeschlossen. Die Allianz glaubt, dass ihr schweigender Kartograf irgendwo unter der Insel ist. Der Kartograf ist ein Kartenraum, der uns zum Kontrollzentrum von Halo führt. Auf der Insel sind mehrere Komplexe und Anlagen. In einem befindet sich der Kartenraum. Wir nähern uns der SS. Das wird brenzlig. Nach der Landung, rauf und ran! Landung! Hau rein, Marines! Raus und ran. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir dann hier den schweigenden Kartograf suchen. Also bis dann und auf Wiedersehen.